Cave Dog Entertainment startete mit einem Smash-It. Ihr erstes Werk räumte tonnenweise Preise ab. Es sah aus, als würden sie in den Echtzeitstrategiehimmel zu Größen wie den Westwood Studios oder Blizzard Entertainment aufsteigen. Vollkommen beiläufig kündigten sie einen First-Person-Thriller an, der Half-Life blass aussehen ließ. Doch noch bevor dieser oder ihr nächster großer Strategiestreich erschien, war das Studio von einem Tag auf den anderen verschwunden. Kommt mit auf eine Reise in die 90er zu Ron Gilberts erstem eigenen Videospielstudio. Kanada beheimatet heute unzählige renommierte Videospielstudios. Von BioWare über The Coalition und Digital Extremes bis hin zu Relic Entertainment. In den 80ern suchte man diesen Industriezweig im kühlen Norden Amerikas jedoch vergeblich. Lediglich ein winziges Studio machte dort durch Sportspiele von sich reden. Distinctive Software in Burnaby. Deren Durchbruch kam 1987 mit Test Drive, einem Autorennspiel für die gängigen 8-Bit- und 16-Bit-Computer, das über 1 Million Exemplare verkaufte. Chris Taylor war sich der Arbeitssituation Kanadas schwerlich bewusst. In Surrey aufgewachsen, lernte er schnell, dass er es nur zu etwas bringen würde, wenn er dem kleinen Kaff und am besten ganzen Land entkam. Denn ungeachtet seines Highschool-Preises für Computerwissenschaften und der Programmierung einer Taxi-Management-Software schuftete Chris in einer Fabrik zur Herstellung von Abwasserrohren. Auf eine winzige Anzeige in der Tageszeitung reagierend, schummelte er sich mit ein paar Ausdrucken seines Z80-Codes und der Behauptung, C zu beherrschen, durchs Vorstellungsgespräch. Die Programmiersprache brachte er sich grob bis zum Jobantritt bei und schaute sich den Rest bei seinen Kollegen ab. Aber Chris durfte nicht an Distinctives Kassenschlagern mitwirken. Er schrieb stattdessen Hardball 2 für den PC. Allein die Plattform senkte bereits die Verkaufszahlen gegenüber seines C64-Vorgängers, ganz davon abgesehen, dass es kaum einen Markt für Baseballspiele gab. Dennoch sorgte Chris' erstes professionelles Computerspiel für zwei wichtige Faktoren seiner zukünftigen Laufbahn. Zum ersten fehlte Distinctive Software die Major League Baseball Player Association Lizenz, weshalb Hardball 2 eine komplett datengesteuerte Architektur erforderte. Spielernamen und Mannschaften mussten von Diskette eingelesen werden, weil der Käufer sie selbst bestimmte. Zum zweiten war Hardballs Produzentin bei deren Publisher Accolade Shelley Day. Eine ambitionierte junge Dame, die sich von dort zu Taito und dann Lucasfilm Games hocharbeitete, wo sie zusammen mit Ron Gilbert Point-and-Click-Adventures produzierte. Während Shelley in Kalifornien durchstartete und Chris für Distinctive Software 4D Sports Boxing sowie Triple Play 96 programmierte, geschah noch etwas anderes Entscheidendes. Die Westwood Studios prägten das Genre der Echtzeitstrategiespiele mit Dune 2 und Command & Conquer. Computerspiele, die Chris weitaus mehr lagen, denn er liebte Panzer, Explosionen und epische Schlachten. Er wusste außerdem Dinge wie, dass der M1 Abrams 4 Ziele gleichzeitig verfolgen und sie während der Fahrt befeuern konnte, weil der Bordcomputer die Geländeunebenheiten ausglich. Westwoods Strategiespiel fehlte derartiger Realismus. Das Spiel bezog nicht mal Felsvorsprünge oder Berge in die Berechnung der Schussbahn ein. Chris wollte das ändern. Also begann er im Herbst 1995 mit der Programmierung eines eigenen Echtzeitstrategiespiels. Zeitgleich erzählte er Shelley in einem Telefonat von seinem bevorstehenden Ausstieg bei Distinctive Software und erwähnte beiläufig, dass sie doch zukünftig mal wieder zusammenarbeiten könnten. Shelley lud Chris augenblicklich zu einem gemeinsamen Abendessen in Seattle ein, damit dieser Ron Gilbert kennenlernen konnte. 4 Jahre zuvor waren Shelley die Gute-Nacht-Geschichten ausgegangen, weshalb sie zur Unterhaltung ihres Sohnes das violette Auto Putt-Putt erfand, welches in seinem ersten Abenteuer eine Katze vom Baum rettete. Ron Gilbert beobachtete währenddessen ein Kleinkind beim Spielen seines Monkey Islands.
Der kleine Racker konnte noch nicht lesen, aber er verstand mit der Zeit, wie er Türen öffnete und erkundete dadurch selbstständig Rons Point-and-Click-Adventure. Was Ron auf den Gedanken brachte, Adventures für Kinder zu produzieren. Doch LucasArts lehnte die Adaption von Shelleys Erzählungen ab. So gründete das kalifornische Duo Humongous Entertainment in Woodinville, Washington. Ihre ersten drei Pixel-Art-Abenteuer kamen bereits gut an, aber auf halbem Wege durch ihr viertes Spiel sah Ron auf einer Konferenz die Zeichentrickanimation einer dritten Firma. Ihn erfasste die blanke Panik, dass ihr geplanter neuer Charakter, Freddy Fish, mit der Pixel-Art-Grafik untergehen würde und so stellte Humongous Entertainment die komplette Produktion um. Ihre Künstler zeichneten fortan alle Animationen wie in traditionellen Zeichentrickfilmen per Hand und scannten sie anschließend ein, während das Programmiererteam eine passende Engine dafür erschuf. Der folgende Release von Freddy Fish and the Case of the Missing Kelpseeds katapultierte Humongous Entertainment über Nacht in die Top 5 der Kinderspielentwickler Amerikas. Jeder aufstrebende Animationskünstler Washingtons wollte plötzlich für sie arbeiten und Humongous Werke kassierten eine Auszeichnung nach der anderen. Ungeachtet dieser genialen Schöpfungen war es jedoch nie Rons oder Shelleys Ziel gewesen, sich ausschließlich auf Kinderspiele zu beschränken. Sie wollten sehr wohl in den Mainstream-Markt einsteigen und Chris' Einfall der Verwendung von 3D-Elementen in einem RTS schien Ron der nächste logische Schritt zu sein, sowohl für Echtzeitstrategiespiele als auch ihre Firma. Angefeuert von Chris' Enthusiasmus beschloss das Trio an dem Abend, The Really Cool Wargame sollte Humongous erster Mainstream-Titel werden. Am folgenden Tag kündigte Chris Taylor seinen Job, verkaufte sein Haus, verließ seine Freundin und zog nach Woodinville im Osten Seattles. Mit einem nagelneuen Pentium 100 Rechner auf einem 39 $ Picknicktisch begann Chris Tage später die Programmierung eines Polymesh-Bodens. An diesem dreidimensionalen Gelände konnte er wie in Populous Punkte greifen und mit Auf- und Abwärtsbewegung seine Wunschkarte formen. Sie sollte eines Tages die 3D-Einheiten des fertigen Spiels beheimaten. Parallel dazu suchte Ron künstlerische Unterstützung für Chris, welche auch relativ schnell bei Squaresoft fand. Square Japan war damals für JRPGs wie Final Fantasy, Breath of Fire oder Secret of Mana bekannt gewesen. Bis 1994 übersetzte deren amerikanische Zweigstelle in Seattle lediglich Super Nintendo-Spiele ins Englische. Doch als Secret of Mana zum Kassenschlager avancierte, durfte das Redmonder Squaresoft-Team ihr erstes eigenes JRPG mit einem amerikanischen Style designen, Secret of Evermore. Ungeachtet gelungener 80% Wertung erschien das Spiel jedoch erst zum Ende der SNES-Laufzeit, was die Verkaufszahlen geringer als prognostiziert ausfallen ließ. Aufgrund des PlayStation-Releases ein Jahr zuvor beabsichtigte Square deshalb zu Sonys neuer Konsole zu wechseln. Eine Plattform, die primär auf 3D-Grafiken setzte. Infolgedessen spendierte Squaresoft sämtlichen Mitarbeitern Silicon Graphics Workstations zum Schulen ihrer 3D-Fähigkeiten. Das gesamte Squaresoft-Team war damals ähnlich verliebt in Echtzeitstrategiespiele wie Chris. Besonders Warcraft 2 begeisterte sie. Weshalb die Truppe als Folgespiel ihres RPGs ein RTS namens Alien Rain entwickelten, was Activisions späterem Dark Rain erstaunlich ähnlich werden würde. Das Projekt kam jedoch nie über seine Prototypenphase hinaus, da Squaresoft die Niederlassung schloss und in Los Angeles eine neue eröffnete. Für Humongous Entertainment bedeutete es jedoch, dass ihr Projekt von deren Arbeit profitieren konnte. Ron heuerte im ersten Schritt Clayton Kozlarik an, den leitenden Künstler der beiden Squaresoft-Spiele. Clayton entpuppte sich als ideale Ergänzung zu Chris. 9 Monate lang vervollständigten sie den visuellen Style ihres Spiels und brainstormten in den Morgenstunden zusammen mit Ron über kommende Features. Ron spielte damals mit Begeisterung Command & Conquer Red Alert, meisterte deren Einheiten im Handumdrehen und suchte daraufhin neue Herausforderungen, weshalb einer seiner frühen Einfälle wöchentlich erscheinende Einheiten waren.
Während es Ron darum ging, Käufer wie Kinder mit neuen Spielzeugen zu locken, machte diese Idee ihr RTS zu einem der wenigen, das sich bis heute größter Beliebtheit erfreut. Denn genau deshalb entwarf Chris ein parametrisiertes Kampfsystem, das wie Hardball 2 beliebige Datensätze einlas und so eine schier endlose Erweiterung des Spiels zuließ. Zu Beginn von Chris' Programmierung beabsichtigte er, aufgrund der Rechenleistung damaliger PCs lediglich Gelände und Fahrzeuge in 3D zu berechnen. Gebäude und menschliche Einheiten sollten wie in Command & Conquer zweidimensional werden. Aber 3DFX und Nvidias Etablierung von 3D-Beschleunigerkarten änderte nicht nur das, sondern ließ das Trio ebenfalls im Glauben, bis zum Erscheinen ihres Spiels würde jedes neue Echtzeitstrategiespiel dreidimensionale Einheiten einsetzen. Deshalb musste ihr Indie-Studio-Game sich durch andere Features von der Konkurrenz abheben. Daraus resultierte ein völlig neues Gameplay. Ressourcen wurden nicht in Geschwindigkeit der abgestellten Einheiten abgebaut, sondern im ständig gleichen Tempo. Sobald eine Rohstoffquelle erschlossen war, definierte hauptsächlich die Bauzeit das Gameplay. Diese lief normal ab, wenn die Fabriken etwas produzierten. Parallel konnte jedoch der Commander ebenso alles erzeugen, was sich in höheren Kosten, aber deutlich schnellerer Bauzeit niederschlug. Der Commander war gewissermaßen die Repräsentation eines Königs oder Königin des Schachs. Starb er, war die Partie verloren. Gleichzeitig verfügte er jedoch ebenso über herausragende Kampffähigkeiten. Damit endete Chris und Claytons Ideenvielfalt jedoch noch nicht. Sie überlegten sich ebenso Befehlsketten. Per Shift-Klick ließen sich Routen oder Aufgaben definieren, was Patrouillen und Angriffswellen automatisierte. Ebenso ausschlaggebend fürs Kampfgetümmel war Waffenfeuer auf der Minimap, damit der Spieler sofort sah, wo die Action stattfand. Darüber hinaus bekam ihr Spiel eine deutlich ausgewogene Wasser- und Luftstreitmacht gegenüber den typischen landbasierten Einheiten. Denn besonders die C&C-Reihe vernachlässigte diesen Punkt stark. Aber der vermutlich größte Unterschied in Bezug auf die Einheiten war deren Feuerkraft. In Westwood Studios oder Blizzard Entertainment Spielen variierte die Reichweite der Einheiten vom Nahkampf bis zum Bildschirmrand. The Really Cool Wargame bekam Artillerieeinheiten, die über die gesamte Karte feuern konnten. Für derartige Gameplay-Innovationen sollte das Spiel später von der Presse gelobt werden. Die größte Kritik erhielt es hingegen für das Fehlen einer tiefschürfenden Story, was einzig und allein dem kleinen Budget zu verschulden war. Alle großen Spiele der damaligen Zeit erzählten ihre Geschichte für gewöhnlich durch FMV-Sequenzen mit B-Movie-Darstellern vor gerenderten Hintergründen. Doch mit ihrem 1,1 Millionen Dollar Budget fürs gesamte Spiel konnten sich Chris und Clayton so etwas nicht leisten. Weshalb das fertige Spiel einige kurze Rendersequenzen der Einheitenmodelle erhielt. Chris und Claytons erste Idee war jedoch gewesen, ein Gefecht der beiden Commander in ihrer humanoiden Form zu zeigen. Sie sollten Klone der gleichen Petrischale sein, weshalb die ersten Symbole beider Fraktionen auch ein Reagenzglas und ein Erlenmeyer-Kolben waren. Clayton schrieb daraufhin an einem Wochenende das Storyboard einer Weltraumschlacht zweier Raumschiffe zusammen. Die Schlacht sollte damit enden, dass beide Kommandanten auf einem außerirdischen Planeten strandeten. Doch ihnen wurde relativ schnell klar, dass diese Einleitungssequenz ihr Budget sprengen würde. Dieses Brainstorming regte aber ebenso die Namensfindung der Fraktionen an. The Syndicate oder The Corporation waren ihre Favoriten für die Bösen, was Chris letztlich auf The Core verkürzte. Clayton taufte die Guten daraufhin The Arm, lediglich weil es sich seiner Meinung nach gut anhörte. Auf Basis dieser schrieb er einen kurzen Plot, der laut Chris ein paar gute Jungs, ein paar böse Jungs und einen Grund für die Kämpfe enthielt. In dieser Story fand die Menschheit einen Weg, ihr Bewusstsein in Maschinen zu transferieren, was zu einem Krieg führte, der Millionen Welten zerstörte. Die Inspiration dafür bezog Clayton aus Ian Banks' Fearsome Engine und Craig Egan's Permutation City. Den Basenbau durch Nanotechnologie stützt er hingegen auf Queen of Angels von Greg Beer und Diamond Age von Neil Stephenson. Diese Story resultierte außerdem im finalen Titel des Spiels, Total Annihilation.
Mit dem fertigen Konzept und Prototypen trommelte Clayton im Herbst 96 seine alten Squaresoft-Kollegen zusammen, zu denen neben zahlreichen Grafikern und Programmierern ebenso Musiker Jeremy Soule zählte. Er komponierte nicht nur für Total Annihilation einen Star Wars-artigen Soundtrack, sondern steuerte fortan auch die Musik für sämtliche Humongo-Spiele bei. Heute ist er zweifellos am besten bekannt für Black Isle Studios, BioWares und Bethesda Game Studios Rollenspielreihen. Ron Gilbert vervollständigte das Team anschließend durch ausgewählte Koryphäen auf Gebieten, die als Schwachpunkte der Truppe betrachtete. Wie zum Beispiel Rick Lambright, der sich um die Multiplayer-Technologie von Monolith Listech Engine kümmerte und sich fortan dem Netzwerkcode ihres Spiels widmete. Bis dahin residierten Chris und Clayton in Humongous Büros, doch mit dem fortan 30-Mann-Team zogen sie in eigene Büros im Woodinville West Business Park um. Der Umzug Anfang 1997 und die bevorstehende Ankündigung ihres Spiels bedurfte ebenso eines Firmennamens, denn Ron war klar, dass Total Annihilation im krassen Gegensatz zu Humongo Entertainments Kinderspielen stand. Deshalb überlegten sie sich den Namen eines Labels für ihre Mainstream-Titel. Abseits der damaligen typischen Mega- und Soft-Variationen orientierten sich viele Firmen der Seattle-Gegend am Regen, den Bergen oder Fischen. Inspiriert von der Tieridee gelangte das Trio zu Frozen Yak Entertainment und Cave Dog Entertainment. Clayton zeichnete zwei passende Logos und das gesamte Team stimmte darüber ab. Cave Dog Entertainment gewann knapp und das traurig dreinblickende Yak zierte später einen April-Scherz ihrer Webseite. Ron Gilbert verfolgte die Philosophie, ein Spiel erst anzukündigen, wenn es so gut wie fertig war. Er war überzeugt, wenn man die Öffentlichkeit zu früh einweihte, wäre beim Release keiner mehr daran interessiert. Aber 1997, zwei Jahre nach dem Erscheinen des ersten Command & Conquer, das Echtzeitstrategiespiel eines unbekannten Studios anzukündigen, entpuppte sich als gewaltiges Problem. Denn mit Titeln wie Dark Colony, Dark Reign, Age of Empires 2 oder Crush Kill and Destroy standen für das Jahr knapp 20 weitere RTS-Games an. Lediglich PC Gamer stimmte zu, einen Redakteur vorbeizuschicken. Dieser hypte Total Annihilation zwar als die größte Revolution seit Dune 2, rückte jedoch Monkey Island-Erfinder Ron Gilbert als Vater des Werks in den Vordergrund. Erst die folgende E3 brachte Total Annihilation aufs Radar der Fans. Alle erwarteten, Activision's Dark Reign würde das Rennen machen, aber Total Annihilation stahl ihm die Show. Selbst Activisions Mannschaft bestaunte Cave Dogs Demo. In Foren entbrannten Diskussionen, was besser sei, Dark Reign oder Total Annihilation. Eine Frage, die sich mit dem September 1997 Release beantwortete. Total Annihilation reihte sich in den Verkaufscharts vor Dark Reign und hinter Age of Empires ein. Es verkaufte im ersten Monat über 250.000 Exemplare und bis zum Weihnachtsfest mehr als eine halbe Million. Womit mehr Käufer zu Total Annihilation griffen, als 1995 in der gleichen Zeitspanne zum ersten Command & Conquer. Mit einer 89% Durchschnittswertung und über 50 Auszeichnungen stimmte die Presse in die Lobeshymnen ein. Total Annihilation machte Cave Dog Entertainment bereits mit ihrem ersten Spiel zum Global Player. Besonders das Feature der wöchentlich erscheinenden Einheiten entpuppte sich als gigantischer Hit. Cave Dog Entertainments pünktlich zu E3 gestartete Webseite verzeichnete vom Game Launch an täglich zwischen 6 und 7 Millionen Aufrufe. Die beliebtesten Einheiten wurden über 12 Millionen Mal heruntergeladen, das wohlgemerkt in Zeiten, wo ein ISDN-Anschluss zum Luxus zählte und die meisten Webseiten aus Cliparts bestanden. Selbst Branchenriese Electronic Arts hatte erst ein Jahr zuvor ihre erste Webseite gestartet. Bevor Anfang der 2000er die Digitalisierung der Vertriebswege durch Steam, Xbox Live Arcade und ähnliche einsetzte, war der Hauptgrund für die Zusammenarbeit unzähliger Videospielstudios mit großen Publishern deren Kontrolle der Verkaufsregale.
Große Warenhausketten wollten sich nicht mit jedem Entwicklungsstudio der Welt beschäftigen. Stattdessen schlossen sie einmalig Verträge mit den 5 oder 6 größten Publishern ab und füllten ihre Regale nur mit deren Produktpaletten. Das war der entscheidende Grund, warum selbst finanziell erfolgreiche Studios wie Origin Systems sich eigentlich wirtschaftlich kleineren Publishern wie Electronic Arts unterwarfen. Neben Activision, Broderbund, EA, LucasArts und Sierra schlich sich Anfang der 90er ein neuer Mitbewerber in die Regale, GT Interactive. Deren Mutterkonzern Good Times Entertainment war bereits in den 70ern durch die Kerr-Brüder entstanden, hatte sich zunächst im Latin Music Segment ausgebreitet und war dann ins Videogeschäft eingestiegen. Mit der Videoproduktion obskurer Filme, deren Lizenzierung keine Gewinnabgaben einschloss, untergrub Good Times Entertainment die normalen Videofilmpreise drastisch. Statt 40 bis 90 Dollar pro Film boten sie ihre Videokassetten dem Endverbraucher für 9,99 Dollar an, beziehungsweise den Supermärkten für 7 Dollar. Auf diese Weise gedieh Good Times Entertainment zum Ragjobbing-Dienstleister. Amerikanische Supermärkte wie Walmart oder Toys R Us kümmerten sich fortan nicht mehr selbst um ihr Videospielangebot, sondern ließen Good Times Entertainment die Regale befüllen. Die 1993 gegründete GT Interactive Tochter nutzte selbige Wege, um Retail-Versionen von Wolfenstein 3D, Doom 2, Hexen und später ebenso Quake, Shadow Warrior sowie Duke Nukem 3D unters Volk zu bringen. Spiele, die sich bis dahin nur als Shareware über Bulletin Boards verbreiteten. Allein von id Software's Doom 2 verkaufte GTI so in den ersten 4 Monaten bereits 500.000 Exemplare, wodurch sie 2 Jahre nach ihrer Gründung bereits als 150 Millionen Dollar Unternehmen an die Börse ging. Mit dem neu gewonnenen Kapital kaufte GT Interactive unzählige kleine Videospielstudios. Ungeachtet der zunächst eher brutalen Spiele war eine ihrer ersten Akquirierungen 1995 Kinderspielproduzent Big Tuner New Media. Wodurch es wenig verwunderlich war, dass sie ein Jahr später Ron Gilbert ein ähnliches Angebot unterbreiteten. Ron stimmte zu und verkaufte Humongous Entertainment 3 Monate vor dem Total Annihilation Release für 76 Millionen Dollar an GTI. Dank dem neuen Kapital expandierte Humongous Entertainment 1997 mit Titeln wie den Big Sinkers-Zwillingen Ben und Becky Brightly oder Spy Fox in Kinderlernsoftware, was ihren Umsatz im selben Jahr auf 20 Millionen Dollar verdoppelte. 1998 schlossen Ron und Shelley sogar eine 5-jährige Partnerschaft mit Nickelodeon ab und adaptierten deren Blue's Clues Vorschulfernsehserie zu Blue's Birthday Adventure. Humongous Entertainment wuchs schneller, als sie Büroflächen anmieten konnten. In wenigen Monaten gediehen sie auf über 150 Leute, viele davon selbstverständlich auch für Cavedog Entertainment. Für Chris und Clayton kam die Übernahme völlig überraschend. In der einen Minute betrieben sie noch eine Garagenfirma und in der nächsten gehörte ihr Werk irgendwelchen Fremden in New York. Chris kam damit nicht klar. Er wollte seine finanzielle und kreative Zukunft selbst bestimmen. Zur Zeit von Distinctive Software hätte seine erste eigene Firma zunächst unzählige Portierungsaufträge annehmen müssen. Aber dank dem gelungenen Total Annihilation Debüt schuf Chris Taylor sich einen Namen. Er vollendete noch die erste Total Annihilation Erweiterung, The Core Contingency, und gründete dann das Indie-Studio Gas Powered Games, wo er dank der Finanzierung von Microsoft das Action-RPG Dungeon Siege erschuf. Bereits mehr als ein Jahr davor, zum Produktionsbeginn von Total Annihilation, heuerte Ron Gilbert John Cutter an, den ersten Angestellten des 10 Jahre zuvor entstandenen Cinemaware. John schrieb dort Konzepte für Kassenschlager wie The Three Stooges, Rocket Ranger, DV Sports Football oder Wings. Anschließend adaptierte er bei Dynamics Raymond Feis Rift Saga zu Betrayal at Krondor, dem laut der Presse besten Rollenspiel 1993. Ungeachtet der Wertungen entwickelte sich Betrayal at Krondor erst mit dem späteren CD-ROM-Release zum Verkaufsschlager,
weshalb John Cutters Nachfolger im Folgejahr eingestellt wurde. John designte daraufhin ein Muppets-Spiel für die Jim Henson Company und wurde anschließend zu Cave Dog Entertainments Produzenten innovativer neuer Spiele. Die Eingebung zu Johns erstem Cave Dog-Titel überkam ihm beim allmorgendlichen Gespräch am Wasserspender über die neueste Akte X-Folge des vorherigen Abends. John fiel auf, dass Leute ständig über sowas diskutierten, ob im Büro oder in Foren. Woraus das Konzept des episodischen Rollenspiels Elysium entstand. Ähnlich wie in der Stargate SG-1 Fernsehserie brach darin ein Team von 9 Wissenschaftlern in Fantasy-Welten auf. Jeder Charakter eröffnete eine eigene Traumwelt, als auch den gemeinsamen Elysium-Traum. In insgesamt 40 Episoden von jeweils 5 bis 10 Stunden Spieldauer sollte der Spieler eine Gruppe von 2 bis 4 Leuten begleiten, von denen er einen direkt steuerte. Der Rollenspielfaktor des Actionabenteuers sollte sich in unterschiedlichen Fähigkeiten der Figuren niederschlagen. Während der eigentliche Charakter der 9 Teammitglieder festgelegt war, um die Handlung der Episoden und übergreifenden Story zu erzählen, durfte der Spieler deren Klassen definieren. So war Lee Tuong zum Beispiel eine Kriegerin. Der Spieler durfte sie nach Belieben jedoch in eine lautlose Ninja oder aggressive Barbarin verwandeln. Sämtliche Fähigkeiten sollten sich wie heute in Elder Scrolls Games durch den Gebrauch verbessern und auf diese Weise den individuellen Spielstil unterstützen. Elysiums Release-Version sollte mit 7 Episoden ausgeliefert werden, die von Comedy über ein Murder-Mystery bis zur Romanze reichten. Die folgenden Episoden hätten dann das Feedback der Fans eingebunden. Johns Idee der Episodenstruktur sah vor, Elysium-Mini-CD-ROMs an der Kasse von Computergeschäften auszulegen, damit der Spieler günstig an eine neue oder die erste Episode kam. Im Verlauf der 2-jährigen Entwicklungszeit kam sogar der amerikanische Fernsehsender Sci-Fi auf Cave Dog zu, da sie überlegten, das Spiel als Serie zu adaptieren. Aber Ron Gilbert stellte es Anfang 1999 ein. Denn GT Interactive versuchte bevorstehende Verluste zu kompensieren, indem sie Spiele schnell auf den Markt brachten, was logischerweise in engeren Zeitplänen für die Entwicklung resultierte und Ron zwang, das seiner Meinung nach schwächste Projekt einzustellen, um dessen Entwickler auf die übrigen Projekte zu verteilen. Total Annihilation Fans gierten zügig nach einem Nachfolger und auch Cave Dog intern gingen Diskussionen dazu los. Chris Taylor war zu dem Zeitpunkt noch im Team und überlegte mit Clayton, was der nächste logische Schritt wäre. Sie kamen zu dem Schluss, die Grafik-Engine komplett überarbeiten zu müssen. Total Annihilation 2 würde eine veränderte Perspektive brauchen. Chris nahm die Herausforderung an, merkte jedoch schnell, dass sich auf dem neuen 3D-Terrain nicht viel mehr als ein paar Bäume platzieren ließen, bevor die Rechenleistung zur Neige ging. Dabei plante das Duo eigentlich, sämtliche Routineaufgaben von einer KI steuern zu lassen, damit der Spieler sich einzig und allein auf strategische Entscheidungen konzentrieren konnte. Aber an derartiges war bei damaligen High-End-PCs nicht zu denken. Total Annihilation 2 musste warten. Zum einen auf neue Rechnergenerationen, zum anderen, weil die 3 anderen Cave Dog-Spiele alle in Verzug waren. Einige Wochen später flogen Clayton und Ron in dessen Flugzeug von Boeing Field bei Seattle nach Puget Sound. In der kleinen Propellermaschine gingen während des Fluges sämtliche Alarme los und Clayton, der generell schon etwas Angst vorm Fliegen hatte, bekam richtig Schiss. Als Ron sie sicher auf festem Boden zurückgebracht hatte, gab er zu, dass es echt knapp war. Angetrieben vom vielen Adrenalin im Blut, sprudelten die Ideen für einen neuen Total Annihilation Titel im Anschluss nur so aus Clayton heraus. Als beide den Abend wieder zu Hause angelangten, stand fest, Clayton würde einen Fantasy-Spin-Off des Spiels designen, Total Annihilation Kingdoms. Ähnlich wie zuvor schrieb er an einem einzigen Abend die grobe Handlung des Spiels zusammen, welche dieses Mal deutlich umfangreicher, abwechslungsreicher und wahrlich episch gedieh. Clayton liebte die Herr-der-Ringe-Romane und hatte kurz zuvor zufällig den ersten Das Lied von Eis und Feuer-Roman George Martins gelesen.
Davon inspiriert schrieb er die Geschichte eines unsterblichen Monarchen. Nachdem Garakaias ganz Darien einnahm, lernte er schnell, dass Regieren weitaus schwieriger als Erobern war. So teilte Garakaias das Land auf seine Nachkommen auf, 2 Söhne und 2 Töchter. Jedes Königreich mit seinen individuellen, wilden und übernatürlichen Herausforderungen. Das Quartett sollte die Bewohner der Länder zähmen, ob Mensch oder Monster. Zur Bewältigung dieser Mammutaufgabe verlieh Garakaias ihnen magische Kräfte. Innerhalb eines Jahrhunderts erlangten alle 4 die angestrebte Kontrolle. Doch sie machten nicht an den Grenzen ihrer Königreiche Halt. Sie griffen einander an und entfesselten so eine Schlacht der Elemente. Erde und Wasser traten Seite an Seite gegen Luft und Feuer an. Ungeachtet des finanziellen Erfolges von Humongous Entertainments Spielen stand Clayton weiterhin kein 8-stelliges Budget für CGI-Sequenzen zur Verfügung. Es gelang ihm jedoch, Ken Melville für die Adaption seiner Story zu einem professionellen Skript zu gewinnen und weitere Zeichner für die visuelle Umsetzung dieser anzuheuern. Das nunmehr 35-köpfige Team war hocherfreut, nach 2 Jahren futuristischer Roboter Fabelwesen gestalten zu dürfen. Verglichen mit dem parallel entstehenden StarCraft gingen die 48 Missionen der Total Annihilation Kingdoms Kampagne einen alternativen Weg. Während StarCraft die Kampagnen der 3 Rassen nacheinander zu einer fortlaufenden Geschichte verband, verflechtete Kingdoms die 4 Völker zu einer überspannenden Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven. So musste der Spieler in einer Mission einen Brückenkopf errichten und im folgenden Szenario ihn mit der gegnerischen Partei wieder vernichten. Dem Spieler wurde nie langweilig. Er erlangte die steigenden Technologien mit jeder Fraktion im gleichen Tempo. Ähnlich wie Blizzard-Strategiespiel bestritt Total Annihilation Kingdoms ebenfalls den Weg gänzlich unterschiedlicher Einheiten und Basen für die Fraktionen. Aramons Reich der Erde stützte sich auf traditionelle mittelalterliche Einheiten, von Bogenschützen über Kavallerie bis hin zu Katapulten samt den typischen Burgen. Deren Verbündete, das ebenfalls technologiegestützte Wasserreich Veruna, setzte auf Harpunenschiffe, Musketiere, Zeppeline und Meeresforts. Die befeindeten Luft- und Feuerkönigreiche praktizierten hingegen überwiegend Magie. Feuermagier Locken von Terros kommandierte Wetterhexen, Priester auf fliegenden Teppichen und Horden von Untoten. Zorns Lufteinheiten gingen sogar noch einen Schritt weiter. Neben Greifen, Trollen und Harpien verfügten sie über keinerlei Gebäude. Die ständig in Bewegung bleibende Armada beschwor selbst weitere Ableger. Allesamt vereinigte lediglich ein gewaltiger Drache und selbstverständlich die heldenhafte Anführerfigur mit ihren übermenschlichen Kräften. Als kleines Gimmick am Rande versah Clayton die Lufteinheiten mit Namen seiner Familie. Die Bestätigung Sounds sämtlicher Sonneneinheiten waren verzerrte Namen seiner Verwandten, ausgesprochen mit einem wirren Akzent. Während das futuristische Total Annihilation darauf setzte, mit der Einheitenflut möglichst viel Schaden anzurichten und zu absorbieren, kehrte Total Annihilation Kingdoms zu den Echtzeitstrategie-Ursprungen zurück. Es fokussierte sich auf definiertes Gameplay durch wenige Einheiten mit multiplen Funktionen. Wobei anzumerken sei, dass Cave Dogs Mannschaft das Balancing zum Release bei weitem nicht so gut gelang wie zum Beispiel Blizzard Entertainment. Doch auch dafür hatte Cave Dog einen Plan. 2 Monate vor dem Spielrelease starteten die Boneyards, gewissermaßen Cave Dogs Gegenstück des Battle.nets. Schließlich befanden wir uns immer noch in der Grundschulzeit des Internets und Online-Spiele bedurften eines geeigneten Matching-Services. Die Boneyards kümmerten sich nicht nur darum, sie etablierten Spieleligen, neue Spielmodi und ebenso neue Einheiten. Cave Dog Entertainment plante, die Boneyards für sämtliche zukünftigen Spiele auszubauen und so auf Dauer einen Treffpunkt für ihre gesamte Produktpalette anzubieten. Die Pre-Production von John Carters 2. Projekt begann bereits ein Jahr vor dem Total Annihilation Release. Da es ein First-Person-Thriller werden sollte, bedurfte es jedoch einer komplett neuen Engine, was die Entwicklungsspanne deutlich steigerte.
John schrieb das gesamte Konzept zusammen mit Greg McMartin, welcher zuvor Radix Beyond the Void für Neural Storm Entertainment und das inoffizielle Quake-Erweiterungsset Aftershock designte, bevor er das Game-Design-Dokument für Relic Entertainment's Homeworld schrieb. Greg war überzeugt, dreidimensionale Welten könnten mehr bieten als stupide Ballerorgien, wie sie jeder Ego-Shooter bis kurz vor der Jahrtausendwende umsetzte. Womit er sich auf id Softwares typische Spiele bezog, die ihre Handlung durch drei Sätze im Handbuch schilderten. Valve's Half-Life, was Amen konzeptionell sehr ähnlich werden sollte, war zu dem Zeitpunkt noch 2 Jahre vom Debüt entfernt. Gregs Ausgangsszenario für Amen The Awakening beschrieb ein Nordamerika der Zukunft. An Heiligabend 2032 tritt exakt 1/3 der Weltbevölkerung durch. Diese afflicted streiften mordend durch die Städte, was in weltweiter Anarchie resultierte. Wenige Monate später begannen Militärorganisationen Sicherheitszonen für die Nicht-Infizierten zu errichten. Der European Resistance Organization gelang dieser Schachzug. Ihr amerikanisches Gegenstück hatte weniger Glück. Die Afflicted arbeiteten sich systematisch von der Westküste nach Osten durchs Land. Nichts hielt sie auf. Deshalb entsandte die ERO ein britisches SAS-Team nach Nordamerika. Der Spieler nahm als Bishop Six an diesem Einsatz teil. Er erlebte zu Spielbeginn beim Awakening, wie seine Frau und Tochter hingerichtet wurden und musste herausfinden, was dahinter steckte. Eine Art biologischer oder chemischer Kampfstoff oder tatsächlich das von der Bibel prophezeite Armageddon? Greg wollte Spieler von Dark Forces, Jedi Knight oder Duke Nukem 3D ebenso anziehen wie Gamer, die normalerweise nicht derartige Spiele kauften. Weshalb Amen auch alternative Lösungswege zum Töten bieten sollte. Das erforderte selbstverständlich durchdachte Umgebungen und interessante, mit der Story verbundene Aufgaben. Greg schrieb kleine Rätsel, die logisches Denken erforderten, wie zum Beispiel Container mit Kränen zu verschieben, um dadurch ein Gebiet mit Wasser zu fluten, und dachte sich Ressourcenmanagement aus. Dass der Spieler also beispielsweise Energie sammeln musste, um entsprechendes Equipment betreiben zu können. Gleichzeitig sollte es aber ebenso packende Actionsequenzen geben, wie das fallende Schiff aus Jedi Knight oder eben den Black Mesa-Unfall. Innerhalb eines halben Jahres hielten Greg und John das gesamte Design von der Story über Ausrüstung bis zum Interface auf Papier fest, was sie anschließend John Maver für die Konstruktion der Imagine vorlegten. Schließlich umfassten die Level Dinge wie Flughäfen, U-Bahn-Tunnelsysteme, Militärbasen oder einen Flughafen in Originalgröße. Der Spieler sollte sie frei erkunden und im Falle des Flugzeugträgers sogar auf den Meeresboden tauchen können. Features, die bei damaligen 3D-Engines nicht an der Tagesordnung waren. Parallel dazu ließen sie Screenwriter Christopher Null die Geschichte zu einem spannenden Skript mit 12 Akten adaptieren. Ende 1998 heuerte CaveDog dann erfahrene Quake-Modder und Level-Designer der Cyberlore Studios sowie Lobotomy Software für die Level an. Act-Designer Bright Backwell, der selbst aus Pittsburgh stammte, nahm seinen Heimatflughafen als Vorlage für den des Spiels. Da dieser erst 1992 errichtet wurde, zählte er zu einem der modernsten, und Kollegen, die ihn ohnehin passierten, schossen unzählige Fotos des Pittsburgh International Airports. CaveDog organisierte ebenso eine Tour durch den Flugkontrollturm des nahegelegenen Seattle-Tacoma Flughafens, um ein Feeling für die Vorgänge hinter den Kulissen zu bekommen. Denn Bishop Six sollte am Flughafen einen wichtigen Gegenstand finden und daraufhin etwas zum Entschärfen suchen. Dabei durften die Räume nicht wie in Quake und Co. schlicht mit Kisten, Munition und Gegnern gefüllt sein, sondern realistische Umgebungen mit sich unterhaltenen Wachleuten, Mülleimern, Büropflanzen und dergleichen bieten. Aber die Programmierung der Imagine lief schleppender als erwartet und so entließ CaveDog Entertainment im Verlauf von 1998 bereits wieder zahlreiche Leveldesigner.
Cave Dog Entertainment 1999 am wenigsten fortgeschrittenes Spiel neben Total Annihilation 2 war zweifellos Good and Evil. Ein episches Rollenspiel im Comic-Stil, das laut Schöpfer Ron Gilbert eine Kreuzung zwischen Adventure, Echtzeitstrategie und Rollenspiel werden sollte. Mit dem typischen Ron Gilbert-Humor, der bereits The Secret of Monkey Island prägte, stolperte der Held bei Ankunft in der Stadt über ein Abflussrohr und spießte sich versehentlich mit seinem eigenen Schwert auf. Woraufhin die Bewohner nach einem neuen Helden, dem Spieler, suchten. Auch wenn Cave Dog Entertainment auf der E3 1999 bereits erste Demos von Good and Evil zeigte, war noch nicht völlig klar, wie sich das Spiel überhaupt entwickeln würde. Ron verwies auf The Legend of Zelda als eine Inspirationsquelle fürs Gameplay. Gleichzeitig demonstrierte er die erste comichafte Stadt, jedoch aus einer Draufsicht und dass der Spieler 20 bis 30 Charaktere kontrollieren können sollte. Good and Evil wurde nie fertiggestellt, denn GT Interactive steuerte parallel auf den Konkurs zu. Diese Talfahrt begann tatsächlich bereits im April 1997, denn in dem Monat schloss Walmart, einer von GTIs zwei Vertriebswegen, Verträge mit CUC International, Electronic Arts und LucasArts ab, wodurch GT Interactives Ausstellungsfläche sowie Umsatz sanken. Im Mai 1999 folgten dann auch noch Activision und Microsoft Produkte. GT Interactives Verkaufsfläche sank extrem. Allein durch Walmarts Activision und Microsoft Deal nahm GTI geschätzte 50 Millionen Dollar weniger ein. Das letzte Quartal des im März 1999 endenden Finanzjahrs drosselte die Einnahmen bereits auf 57 Millionen Dollar, wodurch GTI 71 Millionen Dollar Verlust machte. Gleichzeitig hatte der Publisher versucht, über 3D Realms Duke's Nukem Reihe ins Fernseh- und Filmgeschäft einzusteigen. Obendrein hörte Geschäftsführer Ronald Shamovitz auch nicht auf, weitere Studios zu kaufen. Eine seiner letzten Akquirierungen war im Dezember 1998 Reflections Interactive aus England gewesen. Im Februar 1999 ersetzte der GTI-Aufsichtsrat ihn dann durch Thomas Heyman, dem Mann, welcher den Walt Disney Store vom Millionen- zum Milliardengeschäft machte. Das resultierte zunächst in den aggressiven Zeitplänen der Spiele, welche bereits Elysium vernichteten, und im nächsten Schritt in der Entlassung von 650 Mitarbeitern, was ungefähr 35% des Publishers entsprach. Die mehr als 1 Million verkauften Exemplare des im Juni 99 erschienenen Driver deckten die Verluste nicht. Für das gesamte Finanzjahr 1999 erwartete GT Interactive einen Verlust von über 250 Millionen Dollar. Woraufhin das französische Enfant-Gramme am 16. November 1999 70% von GTI für 135 Millionen Dollar kaufte. Enfant-Gramme ordnete eine komplette Umstrukturierung an. Infolgedessen wurde Cave Dog Entertainment Anfang Februar 2000 komplett aufgelöst. Ron und Shelley versuchten Humongous Entertainment von Enfant-Gramme zurückzukaufen. Als ihnen das nicht gelang, gründeten sie kurzerhand mit Hullaby Entertainment ein neues Studio für Kinderspiele. Clayton Kozlarik gründete hingegen mit einigen Cave Dog-Kollegen in direkter Folge Beep Industries, die als Debütprojekt den Plattformer Voodoo Wins für Microsofts erste Xbox erschufen. 7 oder 8 Mobile Games später kooperierte Clayton für Supreme Commander erneut mit Chris Taylor. Das 2007 erschienene Spiel gilt als inoffizieller Nachfolger zu Total Annihilation. Ein Wiedersehen mit Ron Gilbert feierte Clayton kurze Zeit später für ihr gemeinsames Death Bank, Orphans of Justice. Das komödiantische Action-RPG griff viele Aspekte von Good and Evil auf und kombinierte somit Diablo-Gameplay mit einer dreidimensionalen Monkey Island-Optik und Humor. John Maver, der Programmierer der Amon The Awakening Engine und Supreme Commander, rief im Herbst 2012 zur Kickstarter-Kampagne für Planetary Annihilation auf, einem direkten Nachfolger des ursprünglichen Total Annihilation.
was dank der Community-Finanzierung von 2,2 Millionen Dollar Ende 2014 tatsächlich erschienen ist.